up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Ihre Kommentatoren heißen wieder einmal Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Werder Bremen. Also ich bin sicher, das wird ein Riesenspiel. Geht bei den beiden Mannschaften doch gar nicht anders. Bremen träumt von den goldenen Zeiten, träumt von den alten Erfolgen. Als man Wolf der große Bayernjäger war, unglaublich, aber so war das mal. Nur dafür kann man sich heute nichts mehr kaufen. Für Bremen wird es ein schwieriger Weg. Der SC Freiburg beginnt mit dieser Aufstellung. Im Tor ist Marc Flecken, Maximilian Eggestein steht zusammen mit Nicolas Höfler im Zentrum. Und im Sturm soll es heute Michael Gregoritsch richten. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie greifen heute zum 5-3-2. Ja, mittlerweile eine sehr populäre Taktik. Geballte Defensive, könnte man meinen, aber mit ganz viel Potenzial für schnelle Vorstöße. Und jetzt rollt der Ball im Europaparkstadion. Es kann losgehen. Vincenzo Grifo. Das ist Eggestein. Das könnte was werden jetzt. Ah, wäre durchaus die Schusschance. Die Fans sehen es auch so. Kein Problem, ganz sicher. Ecke kommt rein. Machen Sie halbherzig, das könnte sich hier rächen. Da muss sich der Keeper nicht mal bewegen. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Am Ball sicher einer der besten Spieler der Welt. Für mich ist es immer eine große Freude, ihm zuzuschauen. Vincenzo Grifo. Und dann verlieren Sie doch den Ball. Guter Vorstoß, kann was werden. Grifo! Das war nicht zwingend genug, den hält er sicher. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Geht mit dem Ball am Fuß nach Edel. Er hält drauf, da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle, sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Im Nachschuss fällt das Tor. Erst diese gute Parade, aber der Ball, ja, er bleibt bei Ihnen. Und dann ist die Lücke am Ende doch da. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade. Aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin.
Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Freistoß gibt's, aber vielleicht auch eine Verwarnung. Harmloser Abschluss, einfach für den Torhüter. In Sachen Ballbesitz sind die Gastgeber hinten, aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Super gemacht, jetzt hat er den Ball. Michael Gregoritsch. Eggestein. Der Ball geht deutlich neben das Tor. Marco Friedl. Duxch. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Ecke in die Mitte. Miloš Veljković. Der Ausgleich. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Sie schaffen doch noch den Ausgleich. Wenige Momente vor der Pause. Sie sind wieder da. Und jetzt gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Das ist der Pfiff. Jetzt geht's erstmal in die Pause hier im Euro. Der Ball ist freigegeben und das Spiel. Die Schiedsrichterin pfeift an. Durchgang 2. Wir machen weiter mit dieser Partie. Freiburg, ja, das kann gefährlich werden. Sie verlieren hier den Ball. Den hat er förmlich geahnt. Niklas Füllkrug. Leonardo Bittencourt. Ball wird abgeblockt. Da hätten wir ihn fast gehabt, den Führungstreffer. Da hat wirklich nicht viel gefehlt. Es wird jetzt hier gewechselt. Gregoritsch. Klasse aufgepasst, er hat den Ball. Niklas Stark. Steilpass kommt. Niklas Füllkrug. Leonardo Bittencourt. Weite Flanke, nicht ungefährlich. Ginter holt sich diesen Pass. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Ball erobert erstmal.
Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Füllkrug. Er zieht ab. Kein Tor, der Torhüter ist da. Der Ball kommt rein. Da konnten sie nichts draus machen. Leonardo Bittencourt. Gefährlicher Schuss. Kraft hat gestimmt, die Präzision nicht. Ja, und deshalb ist der Ball auch nicht drin, Wolf. Da sehen wir wieder, Power ist nicht alles. Griffo. Sie wissen es genau. Das könnte die letzte Möglichkeit auf den Siegtreffer sein. Chance zur Führung. Der Ball prallt vom Pfosten wieder zurück. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Klasse Tackling hier. Leonardo Bittencourt. Es bleibt in der Liga beim Remis. Punkteteilung, ein unterhaltsames Spiel ist zu Ende. Zwei richtig gute Mannschaften. Ich glaube, heute muss keiner unzufrieden sein. Das hat Spaß gemacht. Da sieht man, dass auch ein Remis gut unterhalten kann.